Showdown, das ist ja eigentlich ein Begriff aus dem Pokerspiel und bedeutet das Offenlegen der Karten. Aber wir kennen den Begriff Showdown meistens aus dem Kino. Sie wissen schon, 12 Uhr mittags mit Gary Cooper, der finale Kampf zwischen Marshall und Banditen. Herzlich willkommen zum Börsenplatz 5, dem Finanztalk, meine Damen und Herren. Showdown, das ist auch der Titel des neuesten Buches von Dirk Miller, Mr. Dax, wie er ja seit den Tagen an der Börse genannt wird. Und er ist auch Gast in vielen Talkshows. Mit Analysen zu aktuellen Krisen. Konkret lautet der Untertitel dieses Buches der Kampf um Europa und unser Geld. Und Dirk Miller von cashcourse.com, den begrüße ich heute bei uns in der Sendung. Herr Miller, ich knüpfe gleich nochmal an den Western an. Also die Frage ist immer bei diesem ganzen Spiel, wer sind die Guten und wer sind die Bösen? Das ist immer gar nicht so leicht zu definieren. Es gibt ganz unterschiedliche Interessenslagen und der eine hat mehr Macht, die durchzusetzen, der andere weniger. Und diese Macht wird momentan ausgespielt und es geht darum, wer die Welt in den nächsten Jahrzehnten dominiert und wer auf den Rängen bleibt. Mhm. Und Europa soll da keine Rolle spielen. Ich sehe es anders. Ich würde mir Europa da in einer starken Rolle wünschen. Aber dazu müssen wir die Angriffe, die gegen uns laufen, auch abwehren. Ja. Ist denn jetzt Mr. Draghi sozusagen der Marshall, der Gary Cooper Europas, der alle diese Angriffe abwehrt? Oder wie beurteilen Sie die Politik der Notenbank, die ja zur Beruhigung der Krise beigetragen hat, aber noch keine richtige Lösung herbeigeführt hat? Also die Rolle Draghis, ich glaube, die ist da sehr verworren noch in diesem Spiel. Aber sehr interessant finde ich in dem Zusammenhang, was in Griechenland tatsächlich passiert. Mhm. Wir sehen in Griechenland seit 2008 eine gezielte Destabilisierung des Landes. Es ist keineswegs eine reine Wirtschaftskrise, die sich mal so entwickelt hat, sondern es ist eine gezielte Destabilisierung Griechenlands mit dem Ziel, Griechenland aus dem Euro und Europa herauszubrechen. Und da steckt viel hinten dran. Wer ist das denn da, der jetzt gezielt Europa rausdrängen will? Wenn man die Griechen fragt, ist es natürlich Frau Merkel. Na, Frau Merkel spielt hier eine ganz unsägliche Rolle in diesem Zusammenhang und betreibt hier, ich weiß nicht wessen Geschäft, aber Griechenland sitzt auf den mitgrößten Öl- und Gasvorkommen Europas, was hier überhaupt keine Rolle spielt. Das gesamte östliche Mittelmeer ist ein neuer persischer Golf und wir reden über Geldwäsche der Russen und Olivenöl und diskutieren nicht mal, dass diese Vorräte vorhanden sind. Da muss man schon fragen, woran liegt das? Ja, woran liegt das? Das ist jetzt einfach die Frage, die sich dann stellt. Wenn das so schön wäre mit dem Gas, braucht man nur sagen, liebe Griechen, gebt uns euer Gas, dafür kriegt ihr Geld zur Stabilisierung der Wirtschaft und wir brauchen das Gas von Herrn Putin nicht mehr. Genau darum geht es. Es geht hier um Gasvorräte im östlichen Mittelmeer, die nach aktuellen Schätzungen dazu anreichen, die gesamte Europäische Union über Jahrzehnte mit Gas zu versorgen. Die ehemalige Außenministerin Bakoyannis hat mir bestätigt, dass nach ihren Kenntnissen Griechenland auf Gasvorkommen sitzt, die denen Libyens entsprechen. Und wir diskutieren das noch nicht mal. Die Frage bleibt offen, warum nicht? Ich zeige im Buch die Hintergründe auf, wie es dazu kam, was da momentan passiert, wer welche Interessen hat, dass amerikanische Firmen sich momentan aggressiv um diese Förderrechte bemühen, während wir nicht mal wissen, dass sie überhaupt da sind, dass eine Pipeline bereits geplant ist, ja, aus dem Mittelmeer nach Europa und wir dann überhaupt nicht mitspielen. Also dann würde man natürlich genau fragen, wer hat ein Interesse daran, dass diese Gasvorräte von Griechenland nicht genutzt werden? Da fällt mir nur eben Herr Putin ein. Wäre der auch noch ein wichtiger Faktor in diesem Spiel? Es ist natürlich, es ist ein Wettkampf momentan zwischen beispielsweise den Russen und den Amerikanern um diese Gasvorräte. Die möchten beidesseits an diese Vorräte ran. Mhm. Und unter dem damaligen Präsidenten Karamanlis, der bis 2009 Präsident war, hatten die Amerikaner schlechte Karten, denn der war sehr eng mit Putin. Der hat mit Putin über die South Stream Pipeline verhandelt und da hatten die Amerikaner wenig Freude dran. Die Entwicklungen in 2008, 2009, da ging es wirklich um geheimdienstliche Aktivitäten in Griechenland und das Thema ist so heiß, dass sogar die griechische Staatsanwaltschaft Anklage erhoben hat wegen Hochverrats, möglichem versuchtem Umsturz und Mordversuch an Karamanlis. Also hier ist in Griechenland sind Dinge vorgefallen, da sollten wir uns intensiv mit beschäftigen, wenn wir verstehen wollen, was in den letzten Jahren in Europa passiert. Also wenn ich das richtig verstehe, klar, ein bisschen Verschwörungstheorie steckt da auf jeden Fall dahinter. Also, aber Entschuldigung, die große Frage ich weiß nicht, wo eine Verschwörungstheorie dahinter steckt, ja, wenn die griechische Staatsanwaltschaft Anklage erhebt. Ja. Das hat mit Verschwörungstheorie nichts zu tun, sondern mit Fakten einer Staatsanwaltschaft. Ja gut, ich meine natürlich die Frage, wer macht gezielte Destabilisierung des Landes? Das ist die große Frage, die ja auch nicht so richtig beantwortet werden konnte. Müssen wir uns Sorgen um Griechenland machen? Oder werden die jetzt natürlich mit solchen Gas- und Ölvorräten einfach kurz oder lang wieder auf die Beine kommen?
Die würden selbstverständlich auf die Beine kommen, wenn wir es vernünftig ansetzen würden, wenn wir diese Gasvorräte beispielsweise mit unseren europäischen Firmen, mit den Griechen gemeinsam fördern würden, dann könnte Griechenland sehr wohl auf die Beine kommen. Die haben ein Geschäftsmodell, dass die ihr System neu aufstellen müssen, dass die ihre Verwaltung neu aufstellen müssen, vollkommen klar. Ja. Aber natürlich haben die Griechen Möglichkeiten, sich zu entwickeln, die müssten wir mit ihnen fördern. Nur im Augenblick ist der Kampf noch nicht entschieden. Ja. Nach wie vor geht es um diese Gasfelder und im Augenblick ist wieder ein Präsident an der Macht, seit Sommer 2012, der den Russen wieder näher sitzt als den Amerikanern. Also es bleibt spannend und ich bin sehr, sehr gespannt, wie es in den nächsten Monaten weitergeht. Ja, wir sind natürlich auch gespannt, wie es mit der Finanzkrise weitergeht. Also das müssen wir mal im Blick behalten. Wie sehen Sie da die weitere Entwicklung? Weil das natürlich auch für die Finanzmärkte, die Börsen ganz entscheidend sein könnte. Also aus Ihrer Sicht Beruhigung, Entwarnung oder kommt da noch was ganz Schlimmes? Beruhigung sehe ich nicht, ganz im Gegenteil. Wir laufen hier voll gegen die Wand mit den Konzepten, die wir momentan umsetzen. Diesen dramatischen, vollkommen fehlaufgestellten Sparkonzepten, das führt in die Katastrophe. Wir haben eine vollkommen falsche Währung. All das diskutiere ich auch hier an. Wir bräuchten statt des Euros den Weg zurück zum EQ. Das heißt, wir nehmen unsere nationalen Währungen, behalten den Euro aber als übergeordnete Abrechnungswährung wie eine Fremdwährung. So wie der EQ war. Es gibt momentan Staaten in Südamerika und in Asien, die genau das gleiche Konzept momentan starten, die ebenfalls eine gemeinsame Währung aufstellen, aber nicht auf Euro-Basis, sondern so wie der EQ war. Und warum sollten wir nicht überlegen, ob das nicht eine vernünftigere Variante ist, die alle Interessen unter einen Hut bringt und eine vernünftige Weiterentwicklung wäre. Also das ist das eine Thema. Dann geht es natürlich darum, dass wir die Sparpakete beenden müssen, dass wir Konjunkturunterstützung geben müssen. Nur wo soll es herkommen? Die Staaten sind höchst verschuldet. Im Buch lege ich ein Konzept vor, das diese Probleme miteinander verbindet und ohne eine Revolution anzustoßen, tatsächlich den Weg zu einer guten Wende schaffen würde, wenn wir es umsetzen wollen, indem wir die Gelder der Bürger und der Versicherungen aktivieren. Im Augenblick überlegen wir, wie wir diese Gelder vernichten können, über Schuldenschnitt oder Inflation oder Ähnliches, um die Schulden und die Geldguthaben gegeneinander auszulöschen. Mhm. Meine Idee wäre es wesentlich sinnvoller, den Kreislauf des Geldes wieder zu schließen, diese Gelder nicht zu vernichten, sondern sie wieder in den Kreislauf zu geben, damit die, die Schulden haben, es verdienen können. Das ginge beispielsweise über Investitionen in Infrastruktur. Wir stehen vor einer Energiewende, die wir nicht stemmen können, weil die Gelder fehlen. Also was liegt näher, als die Gelder der Versicherungen zu aktivieren über staatlich garantierte Fonds, mit diesen Geldern per Eigenkapital Kraftwerke, Leitungen etc. zu bauen. Daraus hätten die Versicherungen und die Bürger Erträge. Die staatliche Garantie bringt die Grundlage. So würden wir Geldwerte in Sachwerte umwandeln, könnten damit Schulden und Geldguthaben im System wieder reduzieren und das aber produktiv, indem wir Volksvermögen schaffen und nicht, indem wir es vernichten. Und die Versicherungen jagen wir weiterhin in Staatsanleihen rein, für die sie nichts mehr bekommen, weil alles andere eben sozusagen mit Risikokapital unterlegt wird und die Versicherung bestraft. Ich möchte jetzt noch mal auf die Börsen kommen. Also das sind jetzt bestimmte Vorschläge. Mal sehen, wie sich das dann auswirken wird. Aber was erwarten Sie denn von DAX und Co. in diesem Jahr? Also es ist keine Beruhigung da. Es ist weiterhin ein Kampf, sogar ein Wirtschaftskrieg dahinter. Das riecht doch danach, dass wir noch mal ordentlich eins auf die Mütze kriegen. Es ist wie die letzten Monate auch schon. Der DAX ist absolut unkalkulierbar im Moment. Mhm. Wir haben extreme Bewegungen in die eine und in die andere Richtung, weil er nicht kalkulierbar ist. Im Augenblick kommt die Sorge hoch, es kommt wieder neue Horrornachrichten und der Markt bricht weg. Im nächsten Moment wieder die Hoffnung auf was weiß ich auch immer und der Markt schießt wieder nach oben. Das ist nicht mehr kalkulierbar. Seriös zu sagen, wie der DAX im nächsten Jahr laufen wird, ist absolut nicht möglich. Wir können nur sagen, die Risiken und Chancen sind beide da. Und ich muss sehen, dass ich mich mit meiner Anlagestrategie so aufstelle, dass egal was kommt, ich nicht absaufe. Und das heißt ganz klar, ein gerütteltes Maß an Edelmetallen, physisch anfassbar, real. Wir sehen, dass es sinnvoll ist, die wirklich physisch zu besitzen. Dazu gehört eine gewisse Portion Cash. Auch da vielleicht sogar in Scheinen im Banksafe statt auf dem Konto. Siehe Zypern, könnte das vielleicht eine hilfreichere Variante sein. Und natürlich die Aktien. Mhm. Die Aktien, eine ganz, ganz wichtige Grundlage. Vernünftige, seriöse, substanzstarke Aktien mit Absicherung in den Zeiten, in denen
die Märkte hektisch werden. Also im Grunde das, was man so als ganz normale Depotaufteilung bezeichnet, sozusagen. Man muss auf alle Eventualitäten vorbereitet sein. Deswegen 5% Edelmetalle, manche behaupten ja mindestens 10 bis 20, was vielleicht wieder ein Vermögensrisiko sein könnte. Denn wir wissen ja, der Edelmetallmarkt kommt auch ganz schön ins Rutschen manchmal. Und ansonsten ordentliche Aktien, von denen einige schief gehen können. Ja gut, dann kommt natürlich Ihre Absicherung, das ist bei Ihnen besonders beliebt immer. Aber das ist ja auch so eine Kunst, immer zur richtigen Zeit abgesichert zu sein. Ständig abgesichert sein kann man ja leider. Ständig abgesichert zu sein kostet zu viel Rendite. Das muss man in schwierigen Phasen machen. Man merkt, jetzt kommt wieder eine unsichere Phase in den Märkten, kann man diese Absicherung vornehmen. Natürlich kostet ein bisschen Rendite. Nur wir reden über Szenarien, die diskutieren wir auf der ganzen Breite, auch in Ihren Sendungen hoch bis runter, über Horrorszenarien, bei denen das Geld weginflationiert wird, bei denen die Aktienkurse einbrechen, bei denen wir große Vermögensverluste erwarten können. Wenn dann dagegen eine Möglichkeit steht, mit kleinen Ungewegbarkeiten, mit ein paar Renditeverlusten durch die Situation durchzukommen, halte ich das noch nicht, längst nicht für den sinnvollsten und nicht für den allerbesten Weg, aber in dieser Phase für den vernünftigsten Weg, möglichst ungeschoren und mit wenig Ärger durch diese Situation durchzukommen. Und darum geht es momentan. Und wie sieht es mit den Aktien konkreter aus? Also was empfehlen Sie da? Was muss man haben? Eher die großen, stabilen Werte, nachhaltig, mit ordentlicher Dividendenrendite oder doch ein bisschen die kleinen, die ein bisschen Spaß machen? Also in dieser Situation der Unsicherheit sind definitiv die großen Titel angesagt und nicht die kleinen Zocker- und Turnaround-Werte. Kann man mal mitspielen, gar keine Frage. Aber die großen Anlage- und Investitionsbrocken, die sollen in den nachhaltigen Unternehmen liegen. Dazu gehören im Moment auch die Versorger. Dazu gehören aber auch eine Cisco Systems, die ein sehr, sehr gutes Geschäftsmodell hat, ausgezeichnete Bilanzen haben. Für mich gehört auch wieder eine Apple dazu auf dem jetzigen Bewertungsniveau. Das ist eine Cash-Cow. Das Unternehmen, auch wenn die Mitbewerber haben, werden auch künftig Geld verdienen. Aber auch gerade die Versorger schon angesprochen, sehr, sehr spannend. Herzlichen Dank für Ihre Ausführungen, meine Damen und Herren. Showdown, also das gilt eben auch für die Finanzmärkte. Und wir können Ihnen nur raten, sehen Sie zu, dass Sie auf der richtigen Seite sind und überleben. Und deswegen brauchen Sie natürlich breit diversifiziert mit den üblichen Regeln für eine solide Geldanlage. Wie immer können Sie diese Sendung auch im Internet verfolgen unter darf.fm. Das war's. Herzlichen Dank fürs Zuschauen und auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal.